Ja, hallo liebe Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Heute bei uns in der Sendung zu Gast der freiberufliche Astrofotograf und Autor Bernd Proschold, der sich viele Jahre lang der Erforschung des Hessdalen-Phänomens gewidmet hat. Im norwegischen Hessdalen werden seit den 80er Jahren seltsame Lichtphänomene gesichtet, die man sich nicht so recht erklären kann. Wir freuen uns, dass Bernd Proschold die Zeit gefunden hat, uns ein bisschen mehr über das Hessdalen-Phänomen zu erzählen. Als erstes wollte ich von ihm wissen, ob es denn auch schon vor den 80er Jahren Berichte über die seltsamen Lichtphänomene in Hessdalen gegeben hat. Das ist eine sehr gute Frage, weil sie ein bisschen typisch für dieses ganze Phänomen ist. Man weiß es nicht genau. Also man kann schon sagen, es gibt Berichte, die vor die 80er Jahre zurückgehen. Aber was da gesichtet wurde und ob das die gleiche Klasse von Phänomen ist, das weiß man nicht so genau. Also ich glaube, es gibt einmal aus erster Hälfte 19. Jahrhundert einen Bericht eines Priesters, aber da geht man heute, glaube ich, davon aus, dass es eher ein damals bekannter Komet gewesen ist, über den er geschrieben hat. Das ist auch nicht aus Hessdalen, sondern aus Ohlen. Das ist das das Hauptdorf, kann man sagen. Also Hessdalen ist das Nebental. Unten im Haupttal liegt ein Dorf namens Ohlen. Da gab es eine Kirche und über der Kirche wurde irgendwie ein Licht gesehen Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber das ist jetzt auch mehr vermutet als gewusst, da müsste ich nochmal genau in die Quellen schauen. Auf jeden Fall geht man davon aus, dass es eher der Komet war, aber es gibt dann tatsächlich so aus der Nachkriegszeit, 1945, Berichte über Lichter nachts auf den Bergen, aber das waren auch schwierige Zeiten, das können auch irgendwelche entflohenen Sträflinge oder was auch immer gewesen sein, die da nachts mit ihren Lichtern unterwegs waren. Weiß man nicht so genau, was es definitiv gibt, und da sind wir auch schon mitten in der Thematik, sind Schilderungen, die nichts mit Lichtern zu tun haben, sondern mit anderen Phänomenen, die definitiv aus der Zeit vor 1980 sind. Ich weiß bloß nicht, ob wir jetzt direkt mit den exotischen Sachen einsteigen wollen oder erstmal mit den Lichtern anfangen wollen. Gibt es denn wirklich, wirklich alte Berichte über diese Lichter, also wirklich alte Überlieferungen, dass dort irgendwas Komisches vor sich geht, um jetzt vielleicht noch nicht auf diese anderen Dinge zu sprechen zu kommen? Ja, eine Überlieferung ist ja eher was, was jetzt nicht nur ein anekdotischer Bericht ist, sondern was so ein bisschen, sag ich mal, im Volksglauben verankert ist. Und das würde ich sagen, ist eher nicht der Fall. Also das ist schon jetzt als Erzählung eher ein modernes Phänomen, eben seit Dezember 1981, da ging es los. Und alles, was vorher war, ist sehr anekdotisch, punktuell und nicht richtig einordnenbar. Okay, dann klären es doch vielleicht mal ein bisschen ausführlicher auf, um was es hier genau geht. Mit was haben wir es hier zu tun? Ja, ich würde das jetzt gar nicht vom Phänomen her beschreiben, sondern von der Forschungsgeschichte und vom Entdeckungszusammenhang, denn was es ist, das weiß man ja nicht. Aber es war so, dass im Dezember 1981 einmal die Talbewohner Hessdalens berichtet haben, dass sie eben Lichtphänomene in ihrem Tal beobachten, die sie sich nicht erklären können. Das waren auch gar nicht so wenige, das waren, glaube ich, irgendwie 20 gemeldete pro Woche und nicht jeder, der was sieht, meldet es auch. Also da wurden richtig viele Lichter gesehen. Das ging halt schlagartig los, Dezember 81. Und es war erstmal so ein Boulevardpressenthema. Ne? Das hat eigentlich jetzt wissenschaftlich gar keinen interessiert. Es passte auch nicht so ganz in diese klassischen UFO-Erzählungen, wo wir ja eher mit manifesten Objekten zu tun haben, sondern das war irgendwas, was man überhaupt nicht einordnen konnte. Ne? Und ja, das hat dann so in den Folgejahren 82, 83 halt neugierige Menschen, sage ich mal, im weitesten Sinne einfach oder Touristen angelockt, die das dann da auch gesehen und beobachtet haben. Und es hat dann bis 1984 gedauert, bis sich die Wissenschaft der Sache angenommen hat. Wenn ich hier so Anführungszeichen in die Luft male, dann ist das halt, es ist so halb Privatforschung, halb Wissenschaft, weil letzten Endes die Leute, die in das Tal gekommen sind 1984, das waren keine offiziell an universitäre Forschungseinrichtungen angegliederten Forschungsprojekte, sondern das waren Leute, die haben halt zum Teil an der Uni gearbeitet, haben auch von Universitäten Equipment nach Hessdalen gebracht. Das war aber, und das ist typisch bis zum heutigen Tage, deren Freizeit. Ne? Die haben dann die haben zwar eine Anstellung oder Beziehungen zu Unis,
aber forschen da letzten Endes privat. Ne? Sie nutzen teilweise dann die Reputation der Uni, im Namen oder in Veröffentlichungen geben sie den Namen von Forschungsinstituten an, nutzen das Equipment, aber formal betrachtet ist es Privatforschung. Und wie wird denn da geforscht? Was für Forschungen wurden da betrieben? Ich meine, mit Sicherheit Video und Fotofallen aufgestellt, solche Sachen. Ja, man muss im Prinzip drei Forschungsphasen unterscheiden. Einmal das große Feldforschungsprojekt 1984. Dann gab es eine über 10 Jahre lange dauernde Forschungspause. Dann hatten wir ungefähr von 1999 bis 2004 sehr viel Forschungsaktivität seitens des Instituts für Radioastronomie Bologna, also die Italiener. Und dann hatten wir, da gab es eine leichte zeitliche Überschneidung, ab 2002 die Science Camps, die von der Universität Østfold in Norwegen veranstaltet sind. Da ging es vor allen Dingen um Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Also da wurden Schüler und Studenten nach Hessdalen gebracht, um eben Feldforschung zu üben. Ne? Also das war so das, woran es aufgehangen war und bis zum heutigen Tage auch noch ist. Wobei ich da nicht so ganz sicher bin, das letzte Science Camp, also Science Camp heißen diese Forschungscamps von der Universität Østfold, war meines Wissens 2019 und dann kam Corona. Und ich weiß nicht, ob für diesen Herbst wieder was geplant ist, da bin ich tatsächlich nicht im Bilde. Aber die letzten, also 19, 20 ist wegen Corona ausgefallen. Ne? So, aber das war jetzt keine konkrete Antwort auf deine Frage nach dem Messinstrument. Wir springen jetzt erstmal zurück nach 1984. Was ist denn da passiert? Also zu den Rahmenbedingungen hatte ich schon kurz gesagt, dass es halt so ein Hybrid aus privat und universitärer Forschung war. Man hat erstmal visuelle Sichtungen des Forschungspersonals im Tal protokolliert, also ganz klassisch visuell, beziehungsweise anekdotisch dann, ne? Weil wenn ich jetzt beschreibe, dass ich da Licht sehe, dann habe ich letzten Endes nur einen schriftlichen Bericht davon, aber nichts Instrumentelles. Und gerade Hessdalen ist ja für die instrumentelle Forschung bekannt, eben dafür, dass da eben nicht nur um anekdotische Berichte geht, sondern auch um Messdaten, die da gesammelt werden. Natürlich erstmal das naheliegendste, Fotodokumentation, Videodokumentation. Und dann, was das Ganze dann spannend macht, ist, wenn man vor eine solche Foto- oder Videokamera ein optisches Gitter setzt, dann wird ein Spektrum des Lichtes erzeugt, was im Bild zu sehen ist. Das ist allerdings technisch relativ anspruchsvoll und erfordert hochempfindliche Kameras beziehungsweise sehr starke helle Lichter. Und auch eine mehr oder weniger eine Echtzeitkontrolle dessen, was man da aufnimmt. Und das war 1984 gar nicht möglich, weil befinden uns ja im Zeitalter des analogen Films. Und das heißt, man konnte gar nicht sehen, wie man er jetzt belichtet hat. Und so ein Spektrum zu generieren, ist selbst heute mit digitaler Technik schwierig. Deshalb, um das vorwegzunehmen, da hat man damals, 1984, nichts Vernünftiges rausbekommen aus dieser optischen Spektroskopie. Aber man hat halt versucht, Fotobeweise aufzunehmen. Weitere Techniken, die zum Einsatz kamen, war nach dem, was mir jetzt so einfällt, man hat damals, glaube ich, schon VLF gemessen, bin ich mir nicht ganz sicher, also Very Low Frequency, so die langsamsten elektromagnetischen Wellen, die man so messen kann. Und man hat definitiv damals Radarmessungen gemacht, die auch sehr interessant waren, weil man da, glaube ich, sehr hohe Geschwindigkeiten gemessen hat von Dingen, die sich da im Luftraum über Hessdalen bewegt haben. Möglicherweise noch einiges mehr, aber da müsste man dann mal in die Unterlagen gucken. Das ist der Final Technical Report. Für alle, die da jetzt genau wissen wollen, was da 1984 passiert ist, die müssen nach Final Technical Report googeln. Hessdalen und dann sieht man ganz genau, welche Instrumente da zum Einsatz kamen. Okay, das ist offen einsehbar für jedermann, ja? Das ist offen einsehbar, das ist, liegt auf der Webseite hessdalen.org. Die gehört dem Erling Strand, das ist eigentlich schon etwas spät, wir sprechen schon 10 Minuten und der Name Erling Strand ist noch nicht gefallen. Das ist nämlich derjenige, der dem überhaupt zu verdanken ist, dass dieses Projekt Hessdalen 1984 auf die Beine gestellt worden ist. Und der bis zum heutigen Tage in Hessdalen aktiv ist und der damals auch so, sag ich mal, die Dokumentation des Projektes betrieben hat und der bis zum heutigen Tage eben diese gerade genannte Webseite hessdalen.org betreibt, wo unter anderem auch von 1984 als PDF dieser Final Technical Report hinterlegt ist.
Ist denn diese Erforschung dieser Lichtphänomene in Hessdalen immer noch so interessant, dass da auch Gelder fließen für die Forschung? Ja, damals sind ja, wie gesagt, gar keine Gelder geflossen. Das war eher eine Leihgabe von Instrumenten und eine Menge privater Enthusiasten, die das 1984 betrieben haben. Es war dann in der italienischen Phase 99 bis 2004 nach meiner Einschätzung ähnlich, bis darauf, dass dann noch mehr Equipment am Start war. Also die haben da richtig schwer aufgefahren Anfang der 2000er, die Italiener. Aber meiner Einschätzung nach, nicht meines Wissens nach, meiner Einschätzung nach waren die letzten Endes in ihrer Freizeit da, in Sommerferien, okay, und nicht vom Institut für Radioastronomie bezahlt. So, und deine Frage war jetzt... Also es war selbst finanziert, also die Leute haben das selbst finanziert. Ja, aber deine Frage war nach dem Equipment, ne? Wie, ob da heute mit welchen Kanonen da geschossen wird oder beobachtet wird vielmehr. Ja, also das sind halt die Science Camps. Und also das Wichtigste ist im Prinzip die beiden Messtechniken, die ich schon genannt hatte. Die optische Spektroskopie, das heißt Fotokameras mit optischem Gitter davor, mhm, und Radar. Das ist das, was bei den Science Camps gemacht wird. Da wird noch viel mehr gemacht, ne? Das ist ja eine Einführung in die wissenschaftliche Feldarbeit. Also was macht man da? Natürlich, wenn man sich für ein atmosphärisches Phänomen interessiert, man misst rund um die Uhr das Wetter, ne? Also Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Temperatur, alles, was man eben da erfassen kann. Aber ich sag mal so, auf das Phänomen bezogen, was jetzt die Forschung daran angeht, ist eigentlich nach meinem Kenntnisstand oder auch nach meiner Einschätzung eher, also optische Spektroskopie das A und O und Radar auch sehr, sehr nützlich. Ja, und diese Messungen im Radiowellenbereich, die die Italiener natürlich als Institut für Radioastronomie Bologna vorangetrieben haben im Jahr 2000 fortfolgende, die hat sich letzten Endes, die hat keine interessanten Ergebnisse gebracht. Also man hat VLF-Wellen gemessen, aber das waren zum Großteil menschgemachte Wellen. Also Beispiel, der ein oder andere Zuhörer wird sich erinnern, dass Anfang der 2000er das russische U-Boot gesunken ist, die Kursk im Nordpolarmeer. Ist 1000 Kilometer von Hessdalen entfernt. Und während dieser Zeit hat man in Hessdalen eine höhere VLF-Strahlung gemessen, aber das kommt eben von diesem untergegangenen U-Boot. Es gibt aber, es muss jetzt nicht ganz so exotisch sein, ne? Es gibt auch noch andere Faktoren. Ich glaube, Hochspannungsleitungen und Ähnliches können auch VLF emittieren. Und selbst wenn man da jetzt irgendwas messen würde im VLF-Bereich, was man nicht zuordnen könnte, dann wird das auch die Forschung nicht wirklich voranbringen. Deshalb glaube ich, aus heutiger Sicht ist so Schlüsselinstrument eher optische Spektroskopie. Dieses U-Boot, was genau hat das ausgesendet? Ja, VLF-Strahlung, ne? Also wieso auch immer. Also ich bin jetzt kein Ingenieur, vielleicht kurz zu mir. Ich bin eigentlich Geisteswissenschaftler, das heißt, ich komme aus einer ganz anderen Richtung als derjenigen, über die ich hier rede. Ich rede ja jetzt hier oder gerade Hessdalen ist bekannt für die instrumentelle Untersuchung von atmosphärischen Phänomenen, die man, also anomalen Phänomenen. Und da geht es eben um Messtechnik. Und meine Ausbildung ist eigentlich eine geisteswissenschaftliche, was auch nicht so ganz uninteressant ist, weil wir es natürlich auch mit anekdotischen Berichten zu tun haben. Und da sind wir dann in der Volkskunde und da habe ich dann wieder gewisse Überschneidungsbereiche mit meiner wissenschaftlichen Ausbildung. Du hast vorhin von einer 10-jährigen Forschungspause gesprochen. Was lag dem zugrunde? Ja, wahrscheinlich weniger Sichtungen und auch frustrierende Erfahrungen im Jahr 1985. Ich habe ja gerade kurz angesprochen, was 84 passiert ist. Und 85 hat man das Ganze nochmal versucht im Winter und da gab es heftige Schneestürme und man hat de facto viel Aufwand betrieben und gar nichts gemessen. Und ich gehe mal davon aus, dass, ich bin nicht ganz sicher, aber es scheint mir plausibel, dass dann ab 85 auch wesentlich weniger Meldungen der Talbewohner kamen. Und deshalb ist das Ganze eingeschlafen. Und wurde erst wieder erweckt 1994, als Erling Strand eine relativ hochkarätig besetzte Konferenz veranstaltet hat in Hessdalen, wo halt weltweit führende Kugelblitzexperten und Experten für benachbarte theoretische Bereiche eingeladen waren, also wirklich Koryphäen aus Japan, Russland und so weiter. Und man ist dann mit der Erkenntnis rausgegangen, dass weitere Forschung definitiv erforderlich ist. Und diese Konferenz hat dem Ganzen auch so ein bisschen Legitimation verliehen, weil das kam halt 1984 aus so einer anrüchigen Ecke des Paranormalen, was eben im Wissenschaftsbetrieb nicht zu suchen hat. Und auch die Einwohner fühlten sich nach wie vor stigmatisiert, weil sie da Sachen berichteten, die eben ein bisschen esoterisch klangen.
Und mit dieser hochkarätig besetzten Konferenz 94 ist so ein bisschen die Stimmung auch gekippt, dass halt auch Wissenschaftler sich getraut haben, sich zu dieser Forschung zu bekennen. Und das hat dann ab 99 fortfolgende erstmal diese italienische Forschungsphase ausgelöst. Vielleicht eine etwas schwieriger zu beantwortende Frage, aber tritt dieses Phänomen irgendwie in Wellen auf und ist dann mal irgendwie lange Zeit verschwunden oder ist es wirklich unregelmäßig? Kommt natürlich immer darauf an, was berichtet wird, nehme ich an, oder wer wann was berichtet und ob überhaupt berichtet wird. Ich denke, die Leute, wenn das oft vorkommt, werden die einfach irgendwann auch aufhören zu berichten, weil es einfach ständig da ist vielleicht, wenn es so wäre. Deswegen. Ja, also das tatsächlich, also ich war mehrfach in Hessdalen, ich habe aufgehört zu zählen, wahrscheinlich so 5, 6, 7 Mal. Ich habe natürlich auch mit den Leuten vor Ort gesprochen und ein junger Mann, weiß ich noch, der meinte, nee, wir reden da nicht mehr drüber, so alltäglich, da gibt es nichts mehr zu berichten, das ist ganz normal für uns. Allerdings, um auf deine erste Frage zu antworten, also man kann schon davon ausgehen, dass diese Sichtungshäufigkeit Anfang der 80er danach nie wieder erreicht wurde. Ne? Das ist heutzutage halt wesentlich seltener und man kann heutzutage auch schlecht Wellen beschreiben, sondern es liegt eher daran, ob jetzt wissenschaftliches Personal vor Ort ist, dann wird da eventuell was Interessantes beobachtet. Oder natürlich kommen auch immer wieder anekdotische Schilderungen der Talbewohner rein, aber da jetzt ein Wellenmuster auszumachen, würde ich nicht sagen. Es ist heutzutage auch eher selten. Was sich so ein bisschen mit dem widerspricht, was ich gerade gesagt habe, dass die Talbewohner sagen, das ist ganz normal. Aber ja, so eine Äußerung sollte man vielleicht nicht ganz so wörtlich nehmen. Also man hat sich daran gewöhnt, sagen wir mal so. Ja, genau. Aber ne, so eine Sichtung ist natürlich immer noch, wenn heutzutage einer was sichtet aus Hessdalen, wundert er sich schon natürlich. Ne? Wie viele Menschen leben denn in diesem Tal? Das weiß ich nicht genau. Ich gehe mal davon aus, von mindestens über 100. Aber das ist die Zahl der Leute, die tatsächlich vor Ort sind, ist extrem saisonabhängig. Weil im Prinzip haben wir es jetzt siedlungsgeografisch mit zwei unterschiedlichen Phänomenen oder Tälern zu tun. Wir haben einmal das klassische landwirtschaftlich geprägte Hessdalen. Das sind halt Schafsbauern, Kartoffelanbau wird da, glaube ich, noch so ein bisschen betrieben. Also Landwirte. Und dann am Ende des, also das Tal, das hat eine Zufahrt aus Richtung Norden. Das heißt, man kommt nur vom Nordeingang in dieses Tal rein und fährt dann immer weiter nach Süden. Und links und rechts sind dann diese Gehöfte. Und irgendwann kommt man zu einer Mautstation und die Teerstraße hört auf. Von da aus gehen dann mehrere kleinere, ja, in Deutschland würde man sagen Forstwege, aber da sind nur noch so kleine Birkenbäumchen, also so Feldwege, sage ich mal, zu etwas höher gelegenen Seen. Und auf diese Siedlungsstruktur zurückzukommen und auf deine Frage nach den Bewohnern, da sind dann Ferienhütten. Ne? Das heißt, im Sommer und zu Feiertagen, vielleicht Weihnachten, sind da die Leute aus der näheren und etwas weiteren Umgebung, wahrscheinlich viele aus Trondheim. Trondheim ist die nächste Großstadt, da fährt man so 2 Stunden, glaube ich, nach Hessdalen. Und da haben da halt viele eher Ferienhäuschen. Und wenn wir jetzt halt Feriensaison haben, sind dann schlagartig mal 100 bis 200 Leute mehr im Tal. Aber wenn wir jetzt, was weiß ich, Mitte November haben, dann sind da halt die paar Landwirte und das dürften ja maximal 200, wahrscheinlich weniger sein, Personen, die da im Tal sich aufhalten. Diese Lichtphänomene, beschränkt sich das jetzt wirklich auf hoch im Himmel oder sind die auch in Bodennähe anzutreffen? Oder eine weitere Frage wäre vielleicht, sind denn Anwohner oder irgendwelche, wie soll ich es denn sagen, ist irgendwas von diesem Phänomen betroffen oder wird irgendwas davon beeinflusst oder ist es wirklich nur ein Licht im Himmel? Gute Frage. Also erstmal zu der Frage, wo das auftritt. Also in erster Linie tatsächlich nach meinem Kenntnisstand in Bodennähe. Das heißt, das Bodennah ist das Normale. Und wenn irgendwas hoch am Himmel ist, ist es eher die Ausnahme. Phänomenologisch auch unterschiedlich. Es gibt da unterschiedliche Klassifikationen der Lichter. Erlings Trant spricht immer von kurzen Lichtblitzen. Da weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil ich eben weiß, dass im Videobereich das häufig Artefakte sind. Ne? Also er sagt dann häufig, wir haben da auch Belege für, ja, in unseren Videos, dass es diese Lichtblitze gibt, aber das ist halt kosmische Strahlung, die auf Bildsensoren trifft letzten Endes. Gut, aber das ist jetzt, ich komme vom Thema ab, das ist jetzt schon ein Randphänomen. Im Prinzip sind erstmal das Grundphänomen dieser Lichtkugeln, die haben halt verschiedene Farben.
Interessanterweise, Grün ist nicht darunter. Ansonsten so die bekannten Farben kommen schon vor. Ah, entschuldige bitte, lass mich da gleich mal reingrätschen. Ist es, kann man da auf irgendwas schließen schon dadurch, dass das Grün nicht vorkommt? Ja, da müsstest du jetzt den Plasmaphysiker fragen. Da kann ich nicht so sagen, aber grundsätzlich kann ich sagen, man kann gar nicht viel schließen. Also man tappt bezüglich der Natur der Lichter im Dunkeln. Aber du hast ja auch gerade so ein bisschen, deine Frage ging ja so ein bisschen, ob es da... Meine stümperhaft formulierte Frage, entschuldige bitte, ich werde die nochmal anders formulieren. Ist denn Mensch, Tier oder Hab und Gut durch das Phänomen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst oder beeinträchtigt? Es gab eine Studie von Massimo Teodorani und Gloria Nobile, also man merkt direkt, das sind die Italiener, die da sehr emsig waren, zur Auswirkung des Hestalen-Phänomens auf die Gesundheit der Talbewohner. Und es kam raus, die sind alle gesund. Also gesundheitliche Konsequenzen hat es nicht. Es ist wohl schon so, dass es psychosoziale Konsequenzen hat, also ganz drastisch Anfang der 80er. Ja, wenn du aus Hestalen warst und nach Röhros gekommen bist, das ist die nächste größere Stadt, da warst du ein Clown, weil du warst aus diesem irren Tal mit den Lichtspinnern. Ne? Also psychosozial definitiv ja. Konsequenzen. Und ja, also das ist auch durchaus so, dass mehrfach Lichter direkt in der unmittelbaren Nähe, also auf dem Grundstück von Häusern gesehen wurde und auch, dass Lichter so hell waren, dass sie halt dann in die Wohnungen reingeschienen haben und in der Wohnung Sachen beleuchtet haben. Das ist also schon so, dass wenn man jetzt auf, ne, ich bin jetzt bewusst auf dieser anekdotischen Ebene, muss man stark unterscheiden, das wurde jetzt nicht gemessen, sondern Leute sagen, ein Licht hätte, was sie sich nicht erklären können, also eben kein Autoscheinwerfer, sondern ein anormales Licht hätte in ihre Wohnung reingeleuchtet. Also dieser Art Berichte gibt es mehrere. Wie so eine Art Beobachter oder es war einfach draußen vom Haus? Genau, also es ist halt eine, ich nenne es mal eine Geschichte. Man muss sehr aufpassen, ob man jetzt natürlich das als Geschichte rahmt oder ob man sagt, das war so. Und da bin ich halt sehr vorsichtig. Und ich finde es sehr, also kommen wir vielleicht später nochmal zu, sehr bemerkenswert, dass sich in einem norwegischen Tal Leute Geschichten von Lichtern erzählen. Das ist kulturwissenschaftlich hochinteressant, unabhängig davon, ob da jetzt Lichter sind oder nicht. Also das müsste dringend weiter untersucht werden, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ja. Aber diese Lichter sind ja da. Also es ist ja ein messbares Phänomen, offensichtlich. Ist ja nicht so, dass sie da unten alle Schwefel einatmen und halluzinieren. Die Lichter sind ja da. Und diese weiß ich, da bin ich vorsichtig. Also nach meiner Einschätzung sind die da. Aber ich bin kritischer Rationalist und als kritischer Rationalist kann ich mich immer irren. Ne? So. Und nur weil ich jetzt davon oder es für plausibel halte, dass dort ein Lichtphänomen ist, das ist so, muss ich trotzdem immer davon ausgehen, dass das Ganze ein Forschungsmythos sein könnte und dass da in Wirklichkeit gar nichts ist. Das halte ich zwar nicht für nicht plausibel, aber das kann ich nicht ausschließen. Das ist mir wichtig zu betonen. Interessant. Also ich sprach jetzt nicht von diesen Lichtern, von denen wir eben gesprochen haben, die da bei den Häusern rumwuseln, sondern wirklich von denen, die auch festgehalten wurden auf Film und Foto, ja? Ja, also gerade die bekanntesten Fotos. Ganz bekannt das mit dem Spektrum. Also da ist oben ein helles Licht im Himmel und das wirft nach unten ein Spektrum. Ja, ja. Gibt es eine bemerkenswerte Analyse französischer Skeptiker, also die erstmal meiner Meinung nach relativ zweifelsfrei nachweist, dass diese gesamte Bewegung im Himmel durch ein Verstellen der Kamera zustande gekommen ist. Es wirkt auch ein bisschen so. Also es ist verschoben, hätte man es, genau, wie so ein, den Effekt kennt man ja von der Kamera, wenn dann das so lang gezogen wird, das Bild und dann, ja. Ich werde das mit deiner Erlaubnis vielleicht später mal hier einblenden. Ja, nicht mit meiner Erlaubnis, mit der Erlaubnis von Björn Gittler-Hauge, der hat das Foto nämlich gemacht. Vielleicht auch der zweite sehr interessante Name, Erling Strand haben wir ja gerade schon eingeführt. Und der nächste sehr wichtige Mann, der seit den 90er Jahren auf den Plan getreten ist, ist der Björn Gittler-Hauge, ein Elektroingenieur von der gleichen Universität wie der Erling Strand, von der Universität Östfold. Und ja, der hat in den 2000ern, ich glaube 2006, dieses sehr berühmt gewordene Foto aufgenommen, wo oben eben im Himmel ein Licht zu sehen ist und unten ein sehr helles Spektrum. Ja. Genau, jetzt weiß ich gar nicht mehr, von wo aus wir da hingekommen sind, aber du weißt bestimmt noch, wo wir herkamen. Alles gut, ich bin auch gerade orientierungslos. Aber es macht gar nichts. Eine mögliche Erklärung wäre ja auch dieser Fluss Hessia, der das Tal durchzieht. Und ja, das Gestein rings um dieses Tal oder in diesem Tal. Und man spricht ja auch von einer Art natürlichem Katalysator, wenn ich da richtig informiert bin. Was hat es denn damit auf sich, mit dieser Theorie?
Ich glaube, du sprichst an auf die natürliche Batterie. Das ist auch Sozusagen, ja. ein Paper von den Italienern, weil ne, die werden natürlich immer gefragt, jetzt habt ihr so viele Daten gesammelt, was sind jetzt eure Erklärungen dafür? Und eine der Erklärungen, da kamen mehrere, und eine, die kam und sehr viel Medienaufmerksamkeit erfahren hat, ich glaube unter anderem in American Scientific war ein Artikel darüber, ist, dass wir in Hessdalen geologisch, ja, es ist ein sehr langes Tal, ne, also sehr länglich, und auf der einen Seite des Tales im Gebirge haben wir, glaube ich, Kupfer war es, und auf der anderen Zink, bin ich mir nicht ganz sicher, wie gesagt, ich bin Geisteswissenschaftler, aber zwei halt Elemente, ne, in diesen Gesteinsmassen, die da dominieren. Und dann haben wir unten diesen Bach, den Hesja-Bach, der da durchläuft. Und der führt wohl oder kann Schwefel aus alten Schwefelminen mit sich führen. Und das ist dann wohl die perfekte Zutat für eine natürliche Batterie. Und tatsächlich wurde dann unten in diesem Bach mit einer Elektrode oder wie auch immer ein Stromfluss gemessen. So, und darauf kam man dann mit der Hypothese um die Ecke, Hessdalen ist eine natürliche Batterie. Meine Meinung dazu ist, es ist völliger Unsinn. Das ist forschungsstrategisch. Die müssen halt, also Wissenschaftler, das hängt so ein bisschen mit unserer Wissenschaftskultur zusammen, die müssen immer erstmal mit einer Theorie kommen. So, und das ist so ein bisschen, wir behaupten mal was. Wir finden das zwar, das sagen sie nicht, aber das denken sie wahrscheinlich, wir finden das zwar selbst nicht sonderlich plausibel, aber unsere Idee ist, wenn wir mit so einer Theorie kommen, dann zieht das andere Geologen an, die dann das irgendwie versuchen zu widerlegen. Und das heißt, das zieht Forscher an. Das ist meiner Meinung nach ein rein strategisches Papier, wo die Autoren selber nicht von überzeugt sind. Das ist jetzt eine steile These von mir, zu behaupten, ein Autor sei nicht von dem überzeugt, was er schreibt. Aber ich kann mir das echt nicht vorstellen. Das ist völlig abstrus, weil es passt überhaupt nicht zu dem Phänomen, zu dem, was wir da beobachten. Es ist ja nicht nur, da müssten wir in dem Bach irgendwelche Lichter sehen, aber die werden ja überall beobachtet. Es ist clever, wenn es denn so ist, wie du sagst. Es ist clever. Nicht unklug, das so zu machen, dann, dass dann, dass du damit die Forscher anlockst. Gibt es, wenn dieses Phänomen auftritt, den Berichten nach Geräusche oder strahlen die Hitze ab oder Kälte oder was weiß ich? Gibt es da irgendwas? Also was man, glaube ich, relativ sicher sagen kann, ist, dass die Lichter lautlos sind. Es mag sein, also es wurden ja auch andere Phänomene in dem Tal beobachtet, aber was jetzt die Lichter angeht, kann ich mich nicht erinnern, dass die, ja, es mag in Einzelfällen so gewesen sein, aber in der großen Mehrzahl der Fälle sind die lautlos. Und sie sind nach allgemeiner Einschätzung nicht besonders heiß. Also sprich, man hat ja schon, sagt ja eben schon, die Lichter werden vor allen Dingen in Bodennähe beobachtet. Und wenn die jetzt sehr heiß wären, dann müsste das ja dazu führen, dass man da immer mal wieder irgendwo einen verbrannten Strauch oder sowas findet. Aber man hat noch nie irgendwas Verbranntes. Ja gut, da mag auch mal irgendwie ein Kamin brennen oder irgendwelches Feuerholz rumliegen, aber noch nie irgendwas Verbranntes in Hessdalen gesehen, was irgendwie anormalen Charakter hatte oder wo man nicht wusste, wo das herkommt. Also scheint es eher ein nicht so heißes Phänomen zu sein. Und die Leute, die sich da ein bisschen theoretisch Gedanken drüber gemacht haben, die sprechen von einem kalten Plasma. Das ist so das, was unter den Theoretikern, die sich die Messdaten anschauen, so zirkuliert. Jetzt kommen wir schon so ein bisschen in diese Interpretation dieser Spektren rein, dass man sagt, das passt am besten zu einem kalten Plasma. Ja. Also sie sind leise und kalt, ist die kurze Antwort auf deine Frage. Was ist vielleicht deine persönliche Meinung? Ist dieses Phänomen wirklich an dieses Tal gebunden? Oder könnte es auch woanders vorkommen, ist aber da? Ja, es ist ja erstmal schon mal so, dass dieser Sichtungsbereich gar nicht auf das eigentliche Tal Hessdalen beschränkt ist, sondern Aha. es ist ja ein sehr großes Sichtungsgebiet. Ne? Ich weiß nicht, kannst du mal kurz meinen Desktop freigeben oder der ist schon freigegeben, dann können wir uns das mal hier in Google Earth angucken. Ihr seht meinen Bildschirm jetzt, du siehst ihn. Dann haben wir hier, ich sagte ja eben, man kommt nur von Norden in Hessdalen rein, es geht ja halt diese Passer Serpentinen hier hoch und dann ist man auf Talhöhe. Und hier diese gelbe Straße ist dieses landwirtschaftlich geprägte Haupttal Hessdalens. Und von hier zu diesen beiden Seen, da zweigen halt kleinere Feldwege ab. Und da haben halt die Norweger ihre Ferienhäuschen. Und natürlich wird es erstmal da beobachtet, wo Menschen sind, ne? Weil alles andere, wie soll man was beobachten, wenn kein Beobachter da ist? So, jetzt gibt es aber, hier ist der Forrholhunja Nationalpark. Berichte hier aus dem Forrholhunja Nationalpark. Es gibt auch Berichte hier aus dem Haupttal Olen, das habe ich ganz am Anfang erwähnt, wo diese
Kometensichtung aus dem 19. Jahrhundert herkam. Und es gibt auch Berichte, hier geht die Straße weiter zu dieser alten Bergbaustadt Röros, hier unten. Es gibt auch Berichte von hier, aus dieser Ecke, ne? Oder in Richtung dieses Bergrückens Lichtphänomene gesehen worden sind. Ich zoome mal ein bisschen raus. Also ich glaube, das gesamte Sichtungsgebiet, wo das Hessdalen-Phänomen beobachtet wird, das würde ich jetzt mal so ganz grob so einkreisen. Ne? Und das ist schon, das sind mehr als 1000 Quadratkilometer. Ne? Das ist schon ziemlich groß. Ne? Das beantwortet deine Frage jetzt nur so halb, weil die, glaube ich, auch darauf abzielt, ob ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, in Köln oder Hamburg oder wo auch immer das Phänomen beobachten kann. Konkret würde mich vielleicht interessieren, aber es ist ja natürlich nur, wenn du das jetzt sagst, deine subjektive Einschätzung und es wäre ja auch nur eine Spekulation, aber trotzdem vielleicht interessant, ob du auch der Meinung bist, dass dieses Phänomen an Hessdalen wirklich gebunden ist, dieses Gebiet vielleicht braucht, weil in diesem Gebiet irgendwas passiert oder ist. Ja, deine Frage kann man jetzt auf sehr viele Arten und Weisen verstehen. Also ich würde erstmal schon sagen, dass das Phänomen, falls es denn gibt, wo ich von ausgehe, was ich aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, in Hessdalen viel häufiger auftritt als an anderen Orten. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Aber natürlich gibt es andere Orte auf der Erde, wo ähnliche Phänomene beobachtet werden. Bloß da kann ich überhaupt nichts zu sagen, weil also selbst in Hessdalen, sage ich jetzt aus eigener Forschungserfahrung, wird man so oft an der Nase herumgeführt von Lichtphänomenen, die ja, also von Satelliten, von Scooterfahrern, die halt in Gebieten rumfahren, wo sie gar nicht fahren dürfen. Also man neigt dazu, Fehlinterpretationen zu machen. Ja. Geht zumindest mir so. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es natürlich die Min Lights in Australien, die Marfa Lights, die Brown Mountain Lights in den USA. Ich habe mich allerdings nie detailliert mit der Forschung da vor Ort beschäftigt. Und deshalb kann ich nicht ausschließen, dass das alles so unerfahrene Beobachter wie ich sind, die sich da halt von Phänomenen, die da Sachen auf den Leim gehen. Also die Verführung ist sehr groß, das darf man nicht unterschätzen, ne? Weil wenn man da hinkommt, kommt man ja mit Forschungsinteresse hin und das kostet sehr viel Zeit, dahin zu kommen. Es kostet unter Umständen auch ein bisschen Geld und es kostet auch Energie, weil es ist, wenn man im Winter da ist, eiskalt und man steht die ganze Nacht auf dem Berg und dann will man natürlich für seine Anstrengungen auch eine Belohnung haben. Und dann tendiert man dazu, alle möglichen Lichter für außergewöhnliche Phänomene zu halten. Und das sollte, man sollte, muss da echt mit absoluter Skepsis an sich selbst rangehen. Und wenn man das weiß, dann kann ich jetzt über andere Lichter irgendwo anders auf der Erde gar nichts sagen, weil ich da immer davon ausgehen kann, dass das überwiegend Fehlinterpretationen sind. Mhm. Interessant wäre, wenn man mit all dem, was man in der Hand hat jetzt und was man weiß über dieses Phänomen, über diese Lichtphänomene, oder was man denkt zu wissen, vielleicht mit diesen Untersuchungen die anderen Phänomene anderswo, die ähnlich sind, untersucht und da die Ähnlichkeiten vielleicht mal übereinander legt. Das wäre vielleicht spannendes Thema noch für mich, spannendes Gebiet. Ja, also der Erling Strand ist ja schon in den 80er Jahren nach Australien gefahren und hat sich da die Min-Min-Lichter angeguckt. Also die Idee ist ja uralt, dass das im Prinzip ein globales Phänomen ist. Aber letzten Endes ist das für mich metaphysisch oder spekulativ, was anderswo auf der Erde ist. Man muss halt belastbare Messdaten generieren und da ist Hessdalen nach meinem Kenntnisstand einzigartig. Also ich gucke jetzt nicht vom Phänomen her, es mag überall irgendwelche Phänomene geben, die wir noch nicht verstanden haben, aber inwieweit ist das wissenschaftlich verwertbar? Und da muss ich gucken, was wird geforscht. Und geforscht wird natürlich überall, aber nach meinem Kenntnisstand nirgends so aufwendig und systematisch wie in Hessdalen und deshalb gar nicht wegen des Phänomens, sondern wegen der Forschung dort, ist Hessdalen einzigartig. Lass uns vielleicht zum Schluss noch mal ein bisschen so... Sind wir schon am Ende? Wir haben noch gar nicht angefangen. Noch nicht ganz. Lass uns mal ein bisschen so in die Folklore gehen. Wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, du hast mir erzählt, dass das ist nicht Teil deiner Forschung, das ist das, was die Leute sich erzählen, dass die Anwohner oder die Einheimischen dort erzählen von mysteriösen Wesen, die dort beobachtet werden. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat. Ja, so wie du das jetzt vorträgst, hört sich das schon wieder so an, als gäbe es da eine Erzählung, die unter Talbewohnern bekannt ist. Das ist aber nicht der Fall, sondern es sind einzelne, sehr, sehr isolierte Erzählungen, die da kursieren. Ja.
Beispielsweise, das kam auch jetzt erst in neuerer Zeit ans Licht, in den 90er Jahren, da gibt es diese Hauptstraße in Hessdalen, oberhalb derer auch diese Blue Box liegt, von der wir noch gar nicht gesprochen haben. Das ist aber, die Eingefleischten werden es kennen, das ist die automatisierte Messstation. Von da aus Richtung Norden, Richtung Talausgang, ist eine Talbewohnerin ein paar hundert Meter gefahren, um eben runter ins Haupttal zu fahren, um irgendwelche Besorgungen zu machen. Tageszeit weiß ich auch gar nicht mehr. Ich weiß es jetzt auch nur aus dritter Hand. Das ist jetzt keine, dass ich mit der Zeugin gesprochen hätte. Aber um auf den Punkt zu kommen, sie sah dann halt so die Erzählung, rechts oberhalb am Hang in unmittelbarer Nähe der Straße ein Wesen stehen, ein fremdartiges Wesen. Und das ist dann vor ihr vors Auto gesprungen. Sie konnte sehen, dass es irgendwie so drei Klauen am, ich nenne es mal Fuß hatte, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie eine Vollbremsung hingelegt, hat dieses Wesen anscheinend verfehlt und hat dann im Rückspiegel gesehen, wie dieses Wesen ihr nachgeschaut hat. So, das möchte ich jetzt ausdrücklich gerahmt wissen als Erzählung. Das heißt, ich sage nicht, dass das so war, aber ich sage, und das kann ich als Geisteswissenschaftler immer tun, ich kann sagen, dass es eine Erzählung ist. Das erzählt man sich so. Ne? Und ich finde das eine sehr spannende Erzählung, der man eigentlich, oder dieser Art von Erzählungen sollte man eigentlich kulturwissenschaftlich näher auf den Grund gehen, warum noch kein kulturwissenschaftliches Forschungsinstitut auf die Idee gekommen ist, die Mythen von Hessdalen zu sammeln, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich würde es allerdings dringend empfehlen. So, um mal direkt weiter nachzulegen, das war jetzt aus den 90ern, aber wir müssen gar nicht so weit in die Vergangenheit springen. Es gibt einen Bericht aus den letzten Jahren, ich weiß nicht genau wann, lass uns mal sagen 2018 oder 2019, irgendwann um den Dreh. Auch die Hauptstraße, aber diesmal weiter südliches Tal runter an der alten Farm von Peter Skogas. Peter Skogas haben wir noch nicht erwähnt, ist leider verstorben, war halt einer der wenigen Einheimischen, die, sag ich mal, in der Großstadt gearbeitet haben, sag ich mal, einen etwas höheren Bildungsstandard hatten, fließend Englisch spricht, was auch immer ein Problem ist, wenn man im Tal ist, wenn man halt Norwegisch können müsste, um da halt eben diese Art von Feldforschung zu betreiben. So, ich schweife ab. Also wir sind auf der Höhe von Peter Skogas Farm und ein nächtlicher Beobachter, ist jetzt so 3-4 Jahre her wahrscheinlich, sieht zwei sehr schlanke, ungefähr 2 Meter große Wesen in sehr hoher Geschwindigkeit an den Hang hochlaufen. Und zwar in so hoher Geschwindigkeit, dass kein Mensch angeblich so schnell laufen könnte. So, und diese Erzählung ist gewandert zum Thomas Dahl. Er ist derjenige, der ist nicht derjenige, der diese Beobachtung gemacht hat, aber das ist derjenige, bei dem so ein bisschen die Fäden zusammenlaufen, was so die aktuellen Berichte der Einheimischen angeht. So, 3 Wochen später kriegt der Thomas Dahl einen Bericht aus einer völlig anderen Quelle, und zwar von einem osteuropäischen Gastarbeiter, der auch in einer kleinen Blockhütte, auch in dieser Ecke gewohnt hat, wo diese erste Beobachtung gemacht wurde. Und er berichtet auch dem Thomas Dahl, pass mal auf, ich habe hier irgendwie, ich weiß nicht, ob es 1 waren oder 2, auf jeden Fall mindestens ein sehr großes, sehr schlankes, sehr schnell sich bewegendes Wesen langlaufen sehen und im Wald verschwinden sehen. Und ja, also ich finde, das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe. Das sagt zwar wissenschaftlich gar nichts, weil, was weiß ich, kann mir jetzt alles Mögliche überlegen, was die Leute da beobachtet haben, was völlig konventionell ist. Aber natürlich als jemand, der einfach privat in das Tal reist, ist diese mystische Aufladung natürlich irgendwie faszinierend. Ja, spannend ist es allemal, aber dem würde ich auch nicht viel Bedeutung beimessen, wenn ich es hören würde. Ist es denn richtig, dass sich mal die Zeitschrift, Mensch, wie hieß die, Luft- und Raumfahrt für dieses Phänomen interessiert hat, und zwar dahingehend, als dass sie nach einer Erklärung gesucht haben, dass dieses Phänomen vielleicht sogar einen extraterrestrischen Ursprung haben könnte? Da bin ich jetzt gerade völlig raus. Es gab von Philippe Ayeris, also einem französischen Privatforscher, einen Artikel in Acta Astronautica. Das ist die Zeitschrift, die mir da was sagt. Also Acta Astronautica ist eine relativ renommierte englischsprachige Zeitschrift für eben astronomische und astronautische Themen. Und da gab es einen Bericht von Philippe Ayeris, der sich mit dem Hessdalen-Phänomen beschäftigt und der hinterher auch schwarz auf weiß darüber spekuliert, ob das einen intelligenten außerirdischen Ursprung haben könnte.
Das will jetzt gar nichts darüber sagen, wie plausibel das ist oder nicht, aber ich kann jetzt bloß auf einer Metaebene sehen, dass es offensichtlich inzwischen möglich ist, sich wissenschaftlich in diese Richtung zu äußern. Das wäre wahrscheinlich vor 20 Jahren noch schwierig gewesen. Kannst du vielleicht trotzdem ein bisschen darauf eingehen, was da so das Fazit war? Oder was kann ich nicht, weil da hätte ich ihn jetzt für recherchieren müssen. Okay, nee, alles gut. Aber ich weiß noch den Titel. Also wen es interessiert, das ist The Lure, wie spricht man das aus? L-U-R-E auf Englisch. Also so Lure, keine Ahnung, wie man es ausspricht, auf Local SETI. Also die Verlockung des lokalen SETIs. Ah, okay. Das ist der Titel des Artikels von Philipp Ayaris und in der Acta Astronautica. Mhm. Aber es ist natürlich, wie das bei wissenschaftlichen Zeitschriften so üblich ist, es Paywall und so weiter, kommt man nicht so einfach dran. Ne? Ja. Bist du denn aktuell noch irgendwie involviert dort? Also in den letzten Jahren weniger. Also ich glaube, es ist 4 Jahre her, dass ich das letzte Mal da war. Und ja, bleib so ein bisschen auf dem Laufenden durch Leute, die halt aktuell noch hinfahren. Ne? Was aber nicht heißt, dass es mich nicht irgendwann mal wieder jucken wird. Ne? Ja. Aber aktiv bin ich aktuell nicht da involviert. Ist es denn so, dass man da ein bisschen auf der Stelle tritt mit diesem Phänomen? Ich stelle mir das, ich stelle mir das so vor, dass man hat ja nicht wirklich viel in der Hand. Also, und wenn die Lichter auftreten, also diese Messergebnisse sind jetzt, ja, wie man so schön sagt, an einer Hand abzählbar. Sag ich mal, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, was man hat. Ist es denn nicht ein bisschen deprimierend? Ist es nicht so, dass man auf der Stelle tritt mit diesem Phänomen, dass man da irgendwie gar nicht weiterkommt mit den Erklärungen? Ja, das würde ich grundsätzlich schon so einschätzen, dass man auf der Stelle tritt. Ja, also das ist natürlich frustrierend. Das sind halt die gleichen Leute. Erling Strand, Björn Gittlehaug, die Sache da inzwischen seit 30 Jahren der Erling Strand vorantreiben. Aber außer Daten keine übergeordneten Zusammenhänge zustande bringen, was jetzt nicht an Ihnen liegt, sondern an der Problematik, ja, da im Feld zu forschen, nach Spontanphänomenen, von denen man nicht weiß, wann und wo sie auftreten. Und man ist da von einem Ansatz immer noch meilenweit entfernt, nach meiner Einschätzung. Also was vielleicht noch interessant ist zu dem Phänomen, ist, dass es anscheinend auch einen unsichtbaren Zustand hat. Das weiß man aus Radarmessungen. Also ich bin jetzt kein Radarspezialist, aber da werden, glaube ich, irgendwelche Wellen im Megahertz-Bereich abgestrahlt von so einer Radaranlage und die werden dann von Objekten zurückgeworfen. Und man weiß, dass es halt Radarechos gibt, die auch zuverlässig gemessen worden sind, von Bereichen des Himmels, wo gar nichts zu sehen war. Das heißt, man hat da so größere Antennen aufgestellt, Radarantennen, und hat gemessen und hat gesehen, von ziemlich genau da in der Höhe über dem und dem Berg kommt ein starkes Echo, und hat dann mit dem Teleskop geguckt. Das war nach meinem Kenntnisstand so in der Dämmerung, wo man eigentlich noch genug Licht hatte. Und da war einfach nichts fürs bloße Auge. Und das gibt da jetzt im Prinzip 2 Erklärungen. Zum einen große Temperaturunterschiede. Also große Temperaturunterschiede können Radarechos produzieren oder ionisierte Luft. So, das heißt, man kann jetzt sagen, dass es entweder einen Phänomenzustand gibt, der ist unsichtbar und besteht aus großen Temperaturunterschieden, oder man kann sagen, das Phänomen hat einen Zustand, wo es halt ionisierte Luft produziert. Und man kann sagen, das hat man auch an diesen Radardaten gesehen, das kann sich unglaublich schnell bewegen. Also das kommt jetzt, glaube ich, noch aus den 80er Jahren, dass man da irgendwie, weiß ich nicht, weit jenseits der 10.000 Stundenkilometer gemessen hat. Aber das findet sich im Final Technical Report. Man hat aber definitiv 2002 haben die Italiener, oder zumindest in diesem Zeitraum, Anfang der 2000er, die Italiener wirklich aussagekräftige Radardaten genommen. Und die kann man auch einsehen. Es gibt nämlich diese italienische Internetseite. Ich hatte hestdalen.org erwähnt. Das ist aber mehr oder weniger so diese übergeordnete Seite vom Erling Strand. Aber wenn man jetzt wissen will, was die Italiener herausgefunden haben, und das ist halt die, sag ich mal, die aufwendigste, instrumentell aufwendigste Kampagne, die gelaufen ist Anfang der 2000er, muss man zu der Seite itacom.net. Ita schreibt sich itacomm.net, itacom.net. Da sind die ganzen italienischen Paper hinterlegt. Also das ist meiner Meinung nach so die ergiebigste Quelle, wo jetzt diese Ergebnisse der instrumentellen Forschung zu finden sind. Du hast gerade von wahnsinnig schnellen Bewegungen gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie bewegt sich dieses Phänomen?
Von wo nach wo? Also erstmal vielleicht noch, was vielleicht auch die Zuhörer interessiert, ob ich das selber schon mal gesehen habe. Die Antwort ist jein. Also was ich selber mache, ist ja zu versuchen, einen fotografischen Beweis zu erbringen, indem ich halt die ganze Nacht durch da Kameras laufen lasse und hinterher die Bilder auswerte. Und natürlich, während meine Kameras da laufen und ich gerade mal nicht schlafe, sondern beobachte, gucke ich natürlich. Ne? Und ich habe wahrscheinlich schon mehrere Stunden, Tagen, Wochen meines Lebens in Hestalen gestanden und die Nacht beobachtet. Das Einzige, was ich jemals gesehen habe, ist ein sehr schwaches Licht, was ich mir nicht so richtig erklären kann, was ich tatsächlich leicht vorsichtig als Hestalenlicht bezeichnen würde, was halt kaum zu sehen war, weil es so schwach war, was sich aber sehr schnell vor dem Hintergrund eines dunklen Berges bewegt hat. Und was ich hinterher sogar, ich habe da noch ein Tele drauf gerichtet und belichtet, gibt es ein schlechtes Foto auch noch von der ganzen Sache. So, jetzt war ich gerade bei fotografischem Nachweis. Was war deine Frage? Es ging um die Bewegung. Du hast von schnellen Bewegungen gesprochen. Ja, genau, richtig. Deshalb fiel mir das wahrscheinlich auch ein, weil ich ja selber das schon gesehen habe, wie es sich bewegt. Aber ne, das ist jetzt die Frage. Ich sehe eine Bewegung eines Lichtes relativ zu einem Bergrücken. Ne? Wie schnell war das? Entschuldige bitte, wie schnell war das? Dann muss ich ja wissen, wie weit es weg ist, um zu wissen, wie schnell es ist. Wenn es jetzt 10 Meter weg war, dann war es sehr langsam. Wenn es 10 Kilometer weg war, war es sehr schnell. Aber man hat natürlich so ein bisschen, man hat schon eine Einschätzung. Ich habe es auch hinterher da fotografiert und das war dann schon genau, es hat sich im Bach gespiegelt. Also es war schon mehrere Kilometer weg, das kann man, glaube ich, schon sagen. Ich würde schon sagen, also wie ein schnell fahrendes Auto vielleicht. Ne? Das ist jetzt aber nur so geschätzt. Ne? Aber ist vielleicht noch wichtig, wenn ich eben von diesen über 10.000 Stundenkilometer auf Radar gesprochen habe, das ist was, was man nach meinem Kenntnisstand visuell nie beobachtet hat. Also visuell stehen die oder bewegen sich langsam. Ja, und was ich da tatsächlich gesehen habe, dieses ganz Schwache war etwas schneller. Aber da ist natürlich auch auf gar keinen Fall nachgewiesen, dass es überhaupt ein Hestalenlicht war. Also es war schon vor einem Berghintergrund, das heißt, es kann kein Satellit oder Flugzeug gewesen sein. Ne? Also es war vor einem Bergrücken, der vielleicht 5 Kilometer weg ist. Ja. Es könnte theoretisch eigentlich nur ein Auto gewesen sein. Ne? So. Und jetzt muss man natürlich Autos in Hestalen beobachten, um herauszufinden, ob es eins gewesen sein könnte. Und meine Einschätzung ist eher nicht so. Aber nicht auf gar keinen Fall. Ne? So. Das heißt, deshalb komme ich zu der Einschätzung, das war vorsichtig betrachtet ein Hestalenlicht. Aber meine ergiebigsten Hinweise auf das Phänomen habe ich definitiv auch nicht visuell gefunden, sondern fotografisch, dadurch, dass meine Kameras halt gelaufen sind. Bewegt sich das irgendwie, ja, wahrscheinlich nicht, bewegt es irgendwie mit System, also von A nach B, oder ist das völlig willkürlich? Kann man das beobachten oder konnte man das irgendwie messen, wie sich das oder von wo nach wo sich das bewegt? Oder ja, also das Phänomen ist ja sehr vielfältig. Ne? Es ist ja jetzt, lässt sich jetzt nicht so einfach schematisieren, zu sagen, es bewegt sich so oder so. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es bewegt sich eher irregulär und nicht besonders zielstrebig. Okay, also irgendwie, irgendwohin, okay. Genau, also lässt sich kein planvolles Vorgehen beobachten. Mhm. Okay. Eine weitere Theorie hat mit Skandium in der Luft zu tun. Staubwolken, die aufgewirbelt werden. Weiß nicht. Ja, das halte ich ein bisschen für einen Forschungsmythos. Also es kommt von Björn Gittler-Hauge. Der hat halt Spektralanalysen des Hestalen-Phänomens gemacht. Also er hat halt optische Gitter vor seinen Kameras, hat damit Phänomene fotografiert, ob das jetzt das Hestalen-Phänomen war oder menschgemachte Phänomene, lassen wir mal dahingestellt, kann und will ich nicht beurteilen. Er hat auf jeden Fall Spektren generiert, hat diese Spektren analysiert. Man muss die erstmal kalibrieren, was natürlich von der Farbtemperatur der Kamera und so weiter abhängt, wie denn überhaupt das Spektrum aussieht. Aber man kann dann mit gleichen Kameraeinstellungen ein Referenzobjekt fotografieren, zum Beispiel den Stern Vega, und dann das Spektrum kalibrieren und dann analysieren. Und er kommt dann zu dem Ergebnis, dass da Emissionslinien von Sauerstoff und Stickstoff zu erkennen wären. Das ist jetzt wenig überraschend, weil unsere Atmosphäre zu 99% aus Sauerstoff und Stickstoff besteht. Und er spekuliert dann über die Anwesenheit von Skandium, einem sehr seltenen Element in diesen Spektrallinien. Ich habe ihn selber darauf angesprochen und mein Eindruck seiner Antwort war, das ist eher Spekulation als irgendwie beweisbar. Also ich halte diese ganze Skandium-Geschichte für nicht belegbar. Kann man denn sagen, wenn dieses Phänomen auftritt, diese Lichter zu sehen waren, es war immer
warm oder es war immer kalt oder der Luftdruck war immer dasselbe oder. Du weißt, glaube ich, auf was ich hinaus will. Oder der Mond stand so, was weiß ich. Ja gut, da gab es natürlich viele Vermutungen. Also zum Beispiel im Zusammenhang mit Sonnenaktivität gab es widersprüchliche Ergebnisse. Es gibt Studien, die sagen, es gibt einen Zusammenhang. Es gibt welche, die sagen, es gibt keinen Zusammenhang. Temperatur oder, sag ich mal, atmosphärische Bedingungen. Das Einzige, was man sagen kann, dass sie häufiger beobachtet werden, wenn die Luft feuchter ist. Das ist allerdings kein Wunder, weil Lichter sieht man nun mal besser, wenn es dunkel ist. Und wenn es dunkel ist, ist es Nacht. Und wenn es Nacht ist, ist es kalt. Und wenn es kalt ist, haben wir eine höhere relative Feuchte in der Luft. Mhm. Also im Prinzip den Beobachtungsbedingungen geschuldet, dass es feuchter ist, wenn die Lichter gesehen werden. Mhm. Gut. Lässt auch nicht auf wirklich viel schließen. Was die Forschung angeht, was würdest du dir wünschen? In welche Richtung könnte man noch forschen? Was für Geräte könnte man noch einsetzen, die noch nicht zum Einsatz gekommen sind? Oder welche Ansätze gab es noch nicht, um vielleicht da in irgendeiner Art und Weise weiterzukommen? Was könnte man da noch zum Einsatz bringen? Ja, also musst du ja auch mal so ein bisschen vom Aufwand her sehen. Also was zum Beispiel Privatforscher machen könnten, was ist nicht ganz billig, aber ist auch nicht unerschwinglich, ist der Infrarotbereich, also Wärmebildkameras. Also die kosten nach meinem Kenntnisstand um die 1.000 Euro, sind, glaube ich, eine total mickrige Auflösung. Aber damit könnte man natürlich sehen, wenn man parallel zu einem Fotonachweis das entsprechende Gebiet mit einer solchen Wärmebildkamera ableuchtet, dann wäre man natürlich hinterher ultra viel schlauer. Dann hätte man so viel gelernt wie, weiß ich nicht, das wäre eine wissenschaftliche Sensation, wenn man da, selbst wenn man nichts sieht. Ne? Also man sieht ein Licht, was halt, ne? Also idealerweise auch von zwei Kameras aufgenommen ist, die einige Dutzend Meter entfernt voneinander stehen. Ne? Weil wenn ich das mache, kann ich triangulieren, dann weiß ich, wie weit ist das weg, weil ich vor dem Hintergrund den Versatz messen kann. Und wenn ich weiß, wie weit es weg ist, weiß ich, wie ist die absolute Helligkeit. Und wenn ich dann gleichzeitig noch eine Wärmebild davon hätte, dann wäre ich der King. Also das wäre schon spannend, ne? Dann zu sehen, wenn ich dann nicht sehe, weiß man, das ist kalt. Ne? Also das wäre schon extrem spannend. Okay. Und wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würde man dann vielleicht zum Einsatz bringen? Ja, so hochauflösende Spektren sind gefragt. Ne? Und das ist nicht so einfach, weil wenn ein Spektrum hochauflösend ist, dann muss ich es in die Länge ziehen. Ja. Wenn ich es in die Länge ziehe, dann wandert es aus meinem Bildausschnitt raus. Das heißt, dann muss ich die Kamera schwenken und kann das Spektrum fotografieren, aber dann fotografiere ich das Licht nicht mehr. Und gerade in unserem Bereich, wo immer alles in Zweifel gezogen wird, wird dann jeder Skeptiker sagen, das ist das Spektrum von irgendwas, aber nicht von einem Phänomen, was da gerade im Bild ist. Ne? Deshalb versuche ich immer, nicht ganz so hochauflösendes Spektrum zu produzieren, wo ich halt einmal das Phänomen sehe und einmal das Spektrum im gleichen Bild, ne? Damit irgendwie klar ist, das gehört zueinander. Ne? So, und ja, wenn man jetzt größeren Aufwand betreibt, hat man mehr Kameras, was weiß ich, eine Kamera, also zwei Kameras, die so montiert sind, dass ein starker Zoom geht auf das Phänomen. Ein anderer starker Zoom geht auf das Spektrum. Und ja, dann habe ich halt letzten Endes beides auf getrennten Kameras und habe ein hochauflösendes Spektrum. Ne? Und das dann vielleicht noch mit einer Kamera, das gleiche dann nochmal mit einer Kamera, die 100 Meter weiter wegsteht. Also vier Kameras, also zwei Doppelsysteme. Denke ich mir übrigens gerade aus. Ist jetzt nicht so, dass ich das schon mal konkret in Erwägung. Alles gut. Aber du hast gesagt, es gibt, du finanzierst mich, du sponserst mich mit 1 Million Euro, dann wird auf jeden Fall erstmal so ein Vierer-Kamerasystem angeschafft. was halt von zwei unterschiedlichen Standorten hochauflösende Spektren und das Phänomen aufnimmt. Also letzten Endes, ja. Du merkst es schon, ich gehe mehr in die Quantität als in die Qualität. Also da musst du mit mehr Kanonen geschossen werden. Genau. Also mehr Beobachter, mehr Kameras und vor allen Dingen trianguliert. Mhm. Entschuldige bitte, wenn ich schon gefragt habe, von was für einem Gebiet sprechen wir da? Nur dieses Tal? Wie groß ist das? Wollen wir nochmal nach Google Earth gehen? Oder? Wenn du es im Kopf hast, sagst du dich gerne, aber wir können auch gerne auf Google... Ja, lass mal kurz nach Google Earth. Dann, wenn du mich nach geografischen Sachen fragst, dann fühle ich mich einfach besser zu Hause. Moment, langsam sind wir hier überhaupt. Hier oben ist ja die Talzufahrt, ne? Also das hier ist die Hauptstraße zwischen Röhrers und Trondheim. Und hier zweigen diese Serpentinen nach Hessdalen rein ab. Und jetzt hier. Moment.
hier ist das Red Cross House. Das ist immer ein zentraler Stützpunkt des Science Camps, weil es halt sehr zentral gelegen ist erstmal. Und das war auch ganz in der Nähe, liegt hier der Hauptbeobachtungspunkt von 1984 auf dieser Wiese hier, Apuskühlen. So, man ist allerdings in den Science Camps dazu übergegangen. Diese Punkte sind nicht sonderlich hoch, also sind von höheren Bergen umgeben und deshalb hat man nicht so gute Sicht. Man ist in den Science Camps dazu übergegangen, auf den Rogner zu gehen. Das ist dieser Berg hier. Und jetzt, um deine Frage nach den Dimensionen zu beantworten, weiß ich nicht, können wir mal gucken. Also wenn hier der Rogner und das Red Cross House ungefähr sind, der andere wichtige Science Camp Standort ist der Skarvan, dieser Berg hier. Da ist inzwischen auch tatsächlich eine automatisierte Messstation drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, wo genau hier der Gipfel ist. Sagen wir mal ungefähr hier. Dann siehst du schon, liegen halt Luftlinie knapp 10 Kilometer auseinander. Okay. Und hier der Bravo Point, das ist halt mein Punkt. Ne? Der ist der beste Übersichtspunkt. Meiner Einschätzung nach besser als Skarvan und Rogne. Allerdings extremst stürmisch, weil hier südlich, also wir haben häufig Südwind in Hessdalen und hier diese Täler sind wie Düsen auf diesen Bravo Point gerichtet. Und selbst in Nächten, wo halt nur normaler Südwind ist, kann da Orkan herrschen. Und deshalb gehen die Science Camps da nicht mehr hin, weil das einfach zu krass ist da meteorologisch. Ne? Aber ich sag mal, für so einen Einzelkämpfer lässt sich das natürlich machen. Aber wenn du da jetzt die Verantwortung für 30 Schüler und Studenten hast, dann wirst du da eher nicht hingehen. Ne? Mhm, natürlich. Ja, okay. Spannend auf jeden Fall. Ich bin ja in diesem Hessdalen-Thema, ich habe es natürlich auf dem Schirm schon lange, aber ich war da nie tief drin oder bin auch nicht nach wie vor nicht tief drin. Es ist, ist interessant. Es ist spannender, als ich mir das dachte. Ja, also die Spannung ergibt sich für mich einfach aus dieser totalen Unklarheit, Widersprüchlichkeit, aus diesen sehr fantasievollen Geschichten, die man da hört. Und also diesem großen Widerspruch zwischen dem, was man hört und dem, was man weiß. Das macht die Spannung aus und das treibt mich dahin. Ne? Aber immer mit der gebotenen Vorsicht im Hinterkopf, dass man selber dazu neigt, Lichter fehl zu interpretieren, dass auch andere schon dazu geneigt haben, nachweislich auch in der Forschungsgeschichte. Und dass es theoretisch sein kann, dass das Ganze bloß ein großer Forschungsmythos ist, was ich nicht glaube, aber selbst wenn es so wäre, wäre das alleine schon wieder Thema, um daraus einen Film zu machen. Der Hessdalen-Mythos oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht, also mega spannend irgendwie. Ja, eher so ein Film für die Nerds dann, die dann so das selbst sehr spannend finden, ja. Wer da Action erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht in dem Film. Aber ja, sehr interessant. Es sei denn, man baut natürlich die mysteriösen Wesen mit ein, über die wir gesprochen haben, ne, in den Filmen. Ja, die gehören natürlich als Erzählung auch dazu und da vielleicht nochmal ein bisschen drauf zu kommen. Also Hessdalen ist ja bekannt für die instrumentelle Forschung. Aber ich sag mal, wer eben regelmäßig in das Tal geht, der... Oh Gott, jetzt geht im Hintergrund bei mir ein Video auf. Das machen wir jetzt mal weg. So. So. Hier bin ich wieder. Also, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also es geht jetzt nochmal darum, dass Hessdalen ja bekannt ist für die instrumentelle Forschung. Aber wenn man häufiger in das Tal kommt, man natürlich auch automatisch konfrontiert wird mit den Geschichten der Talbewohner. Und das ist schon spannend. Alleine die Mythen und Legenden Hessdalens wären meiner Meinung nach ein absolutes Muss für jeden Ethnologen. Und ich frage mich, wie es die Universitäten von 10 oder noch mehr europäischen Ländern schaffen können, dieses Phänomen, und ich meine jetzt nicht das Hessdalen-Phänomen, sondern das narrative Phänomen, jahrzehntelang zu ignorieren, dass es da ein Tal gibt, wo sich fantastische Geschichten erzählt werden. Da muss doch jeder, weiß ich nicht, Religionssoziologe mal auf die Idee kommen, da Feldforschung zu machen. Aber das wird völlig ignoriert und das ist mir vollkommen unverständlich, weil das geht natürlich auch verloren. Wir hatten Anfang der 80er die große Sichtungswelle und die Leute, die da in den 80er Jahren gesichtet haben, die sterben so langsam. Ne? Und dieses Wissen ist für die Nachwelt verloren, solange kein Wissenschaftler hingeht, also kein Kulturwissenschaftler, und das festhält. Also wer es so ein bisschen getan hat, ist Terje Toftenes in seiner Dokumentation. Es ist auch gut, dass er es getan hat, aber das ist natürlich nur ein Bruchteil der Geschichten, die da kursieren. Und also The Portal heißt die Dokumentation von Terje Toftenes, sehr spannend, wen es interessiert.
Aber der geht ja letzten Endes journalistisch daran. Aber man muss da eigentlich mal dringend aus ethnologischer Sicht ran. Und es wird völlig ignoriert. Und das ist eigentlich ein Skandal. Wollte ich mal gesagt haben. Ja. Ja, sehe ich genauso. Sehr interessant. Wie hieß diese Dokumentation nochmal? The Portal, also das Portal. Portal, ja, okay. Von Terje Toftenes. Mhm. Irgendwann aus den Nullerjahren, glaube ich. Wo kann man die finden? Weißt du das? YouTube? Ist die auf YouTube zu finden? Der hat eine Webseite. Newparadigm.no. Dann sind wir jetzt auf meiner Webseite. Hessdalen.de. Das ist meine private Hessdalen-Seite. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich habe mehrere Forschungsreisen nach Hessdalen gemacht, Privatforschung, und habe da nächtelang Zeitraffer aufgenommen, also Zeitrafferfotografie betrieben. Los ging es 2010 und da habe ich zum Beispiel eine interessante Sache fotografiert, das ist dieses Bild hier, wo dieser Ausschnitt raus vergrößert ist. Der Zeitraffer, der lief die ganze Nacht, das ist jetzt hier noch ganz am Anfang vor Sonnenuntergang. Und ich habe alle 17 Sekunden, glaube ich, ein Foto gemacht. Und das heißt, das Bild sah in diesem Ausschnitt so aus, dann sah es 17 Sekunden später so aus und dann 17 Sekunden später wieder so. Das bedeutet erstmal, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir hier einen Linsenreflex sehen, weil der müsste hier und hier auch drin sein, ne? Weil sich die grundsätzlichen Lichtverhältnisse natürlich nicht so schnell verändert haben. Hier taucht plötzlich dieses helle Phänomen auf. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, dass wir hier unten links in der Bildecke sind. Und bei lichtstarken Weitwinkeln werden helle Lichter in den Bildecken verzerrt. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Rötliche und dieses Grünliche, was hier zu sehen ist, letzten Endes nur ein Abbildungsfehler meines Objektivs sind. Aber hier scheint ein relativ helles Lichtphänomen im Bild aufgetaucht zu sein. Und jetzt kann man eine Linie ziehen zwischen meinem Beobachtungsstandort bis zu diesem Punkt hinten auf diesem Bergrücken. Kann man über eine Landkarte ziehen. Dann wird man sehen, dass dieser Punkt hier hinten auf dem Bergrücken im Schatten liegt. Das heißt, es kann jetzt erstmal nicht sein, dass da, das ist übrigens ungefähr 8 Kilometer weg, kann jetzt nicht sein, dass da einer in 8 Kilometer Entfernung mit dem Spiegel durchs Moor gelaufen ist, weil der hätte im Dunkeln gestanden. Also muss irgendwo zwischen mir und dem Bereich der Luft, der noch in der Sonne liegt, dieses Lichtphänomen aufgetaucht sein. Und zwar für offensichtlich relativ kurzen Zeitpunkt, ne? Die Belichtungszeit ist eine 2500. Sekunde. Ich habe alle 17 Sekunden ausgelöst und was in dem Zeitraum dazwischen passiert ist, weiß man nicht. Aber ich finde es tatsächlich spannend, auch ein bisschen vor dem Hintergrund meiner fotografischen Erfahrung, das vielleicht noch vorweg. Ich bin oder war jahrelang hauptberuflich Zeitrafferfotograf und habe Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Einzelfotos gemacht, aus denen meine Zeitraffer bestehen. Und bin auch sehr stark immer an Lichtphänomene rangezoomt. Die habe ich natürlich zu 99% nicht in Hessdalen gemacht, sondern irgendwo auf der Welt, wo ich den Sternenhimmel gezeitraffert habe. Und man findet dann nachts, um vielleicht mal kurz zu einem anderen Bild zu kommen, immer oder sehr häufig Spuren von Flugzeugen und Satelliten im Himmel. Na, also was wir hier zum Beispiel sehen, ist eine Spur eines Flugzeugs. Während der Belichtung durchs Bild geflogen ist. Und diese Flugzeugspuren, um zum Punkt zu kommen, die retuschiere ich immer aus meinen Zeitraffern raus. Das hat rein ästhetische Gründe. Ich bin ja in erster Linie, solange ich nicht nach Hessdalen komme, kein Wissenschaftler, sondern Videograf. Möchte also künstlerisch ästhetische Zeitraffer vom Nachthimmel machen. Und diese ganzen Flugzeuge und Satelliten, die da durchschießen, die stören mich. Und um die rauszukriegen, zoome ich mich an die ran und man hat im Prinzip, besteht so ein Zeitraffer aus mehreren tausend Bildern und in jedem nächtlichen Bild ist irgendwo ein Satellit oder ein Flugzeug, also zumindest, wenn man in Mitteleuropa ist. Ne? Und das heißt, ich habe schon Monate meines Lebens damit verbracht, Flugzeug- und Satellitenspuren aus meinen Bildern rauszuretuschieren. Warum erzähle ich das Ganze? Weil ich so ziemlich genau weiß, wie die aussehen. Ne? So, und das hier, das sieht man sofort, das ist ein Flugzeug, was da durchgeflogen ist. Jetzt haben wir hier oben rechts im Bild aber, ich weiß nicht, ob man das sehen kann oder ob das für die Zuschauer auch hinter uns verborgen ist. Bist du hier zu sehen oder ist hier ein Phänomen zu sehen, wo gerade meine Maus ist? Ich sehe diesen Bogen, ne? Diesen Lichtbogen. Ah, okay, gut, genau. Also der muss hier entlang laufen. Ich sehe ihn nicht so richtig, weil da teilweise unsere Streaming-Software vor ist. Macht aber nichts, weil ich habe ihn hier in groß raus vergrößert. So. Und das ist ganz interessant, weil das typisch Hessdalen-Phänomen ist. Also erstmal, was habe ich gemacht? Ich habe 10 Sekunden lang belichtet. So. Und jetzt ist dieses Bild, was wir hier sehen,
ein zusammengesetztes Bild aus 9 mal 10 Sekunden Belichtungszeit. Deshalb sind die Sterne hier auch strichförmig, ne? Weil 9 mal 10 Sekunden, das sind 90 Sekunden plus 6 Sekunden abspeichern. Also das ist hier ein Intervall von ungefähr 2 Minuten, was den Stern im Hintergrund bildet. Und in 2 Minuten bewegen sich natürlich die Sterne und machen diese Striche. So, und jetzt kann man sehen, das Phänomen kommt hier ins Bild rein. Ne? Also es befindet sich hier rechts, aber dieser interessante Ausschnitt ist hier in der Mitte rausvergrößert. So, dann während der 6 Sekunden Abspeicherzeit bewegt es sich offensichtlich von hier nach hier. Dann belichte ich wieder 10 Sekunden. In den 10 Sekunden beschreibt es eine relativ weite Wegstrecke. In den 6 Sekunden, wo ich dann gespeichert habe, steht es fast still und bewegt sich dann auch in den nächsten Belichtungen nicht mehr viel weiter. Und dann wird es wieder schneller und ganz zum Schluss beginnt es zu flimmern. Das ist ganz typisch fürs Hessdalen-Phänomen, dass es, wenn es sich auflöst, fängt es an zu flimmern. Und deshalb ist es hier, zumindest in meiner Interpretation, andere Forscher mögen das anders sehen, aber meine Interpretation relativ wahrscheinlich ein Hessdalen-Phänomen, was man hier sieht, also am Sternenhimmel, was relativ selten ist, weil meistens sieht man es tatsächlich eher vor irdischem Hintergrund. Ne? Ja. So, ich rede die ganze Zeit. Hast du irgendwelche Fragen zu dem, was ich hier alles erzähle? Noch nicht. Ich finde das höchst spannend gerade, dass du auch sagst, das ist typisch, dass es sich auflöst. Oder? Genau, also es fängt an zu flimmern, wenn es sich auflöst. Und bevor es sich völlig aufgelöst hat, ist es offensichtlich wieder aus meinem Bildausschnitt rausgewandert. Das Ganze hier ist so ein bisschen bogenförmig, weil ich ein Fischauge vor der Kamera habe. Das ist so ein Objektiv mit einem sehr weiten Bildwinkel. Ja. Und bei diesen Fischaugen werden halt gerade Linien, die nicht durch die Bildmitte ablaufen, also gebogen abgebildet. Und deshalb hier dieser etwas komische, bogenartige Anblick durch das Fischauge. Und ganz am Rand, ne, also in einem Winkel fast seitlich zur Kamera, ist halt kurz dieses Phänomen hier durchs Bild geflogen. Also kurz heißt, das ist jetzt eine Lichtspur von ungefähr 2 Minuten Belichtungszeit, die halt unterbrochen ist, weil meine Kamera immer 6 Sekunden lang die Belichtung ausgesetzt hat. Diese Darstellung jetzt von diesem Lichtbogen, das ist aber original, das ist jetzt nicht durch deine Linse, dieser Bogen, sondern der war auch so. Was heißt original? Ich gucke mal gerade, ob ich ein Einzelfoto davon auf meiner Webseite. Genau, warte, das ist noch spannender. Ich habe das hier als Video. Ich hoffe, das kann man sehen. Und starte das einfach mal. Also ich habe Einzelbelichtungen gemacht. Einzelbelichtung und so weiter. Und was wir eben gesehen haben, ist diese Einzelbelichtung zu einer Summenbelichtung zusammengesetzt. Also, aber dieses Video hier zeigt eigentlich, was meine Kamera fotografiert hat. Ich zeige es nochmal. Also es sind immer 9 Sekunden Belichtungszeit. Und in diesen 9 Sekunden bewegt sich das Licht über eine unterschiedlich lange Strecke, was sehr anormal ist für ein Licht am Nachthimmel. Ne? Also es macht einen Bogen, ja. Es biegt genau, und es beschreibt natürlich, klar, also das nochmal, das liegt jetzt nicht an meinem Objektiv, sondern dieser Bogen hier, des Phänomens. Ne? Das ist auch ein Bogen in der Wirklichkeit. Ne? Der kommt jetzt nicht durch mein Fischauge, sondern das Ding ist ja in den Bildausschnitt rein und dann wieder raus. Ne? Das muss also einen Bogen beschreiben. Das ist sehr interessant. Also diese Bewegung finde ich sehr interessant. Das ist nicht irgendwie, wenn das irgendwas ist, was runterfällt, ne? Wäre es wahrscheinlich gerade, macht ja nicht einen Bogen eigentlich in der Regel, ne? Von daher. Ja, gut, das ist jetzt auch nochmal perspektivisch die Frage. Also, was es genau fliegt, weiß man nicht, weil es kann ja auch noch auf den Betrachter zufliegen oder vom Betrachter weg. Das ist ja im Prinzip, sehen wir hier ein zweidimensionales Bild, aber der Luftraum ist dreidimensional. Das heißt, es ist sehr schwer nachzuvollziehen, wie es genau geflogen ist. Aber was man sagen kann, es hat entweder sehr stark seine Richtung geändert oder aber, was wahrscheinlicher ist, es hat sehr stark seine Geschwindigkeit geändert, ne, weil wir diese längeren und diese kürzeren Spuren haben, dieses Phänomen an den Himmel schreibt. Und es ist, das kann man auch sagen, zum Schluss hat es angefangen zu flackern, was man hier sehr deutlich sieht. Ne? Ja, also schade, dass nicht zu sehen ist jetzt, das und ob es sich wirklich endgültig auflöst, ultimativ. Genau, also theoretisch kann es auch außerhalb wieder sich verstärkt haben, ne? Das weiß man natürlich nicht. Ne? Das wäre interessant. Also es sieht ja auch, wo es beginnt, zumindest von da, wo man es sieht, scheint viel Energie drin zu stecken und es scheint an Energie zu verlieren, so jetzt, um es mal so auszudrücken. Ja, kann sein. Mhm. Das wäre interessant. Kannst du das Video nochmal abspielen, bitte? Ja. Also es kommt schon leuchtend ins Bild rein. Also hier fängt es jetzt, ja, hier noch nicht, hier fängt es an zu flimmern, ne? Ja. Ganz zum Schluss. Okay. Ja.
spricht dafür, dass es sich auflöst. Ja, gut, also das ist jetzt so, sage ich mal, eines meiner, weiß ich nicht, muss man vorsichtig sein, aber meiner stärksten Hinweise, meiner fotografischen Arbeit auf das Phänomen. Was haben wir noch genau? Wir hatten eben diese interessante Tageslichtgeschichte, die fand ich auch spannend. Jetzt haben wir noch was, sowas, ne, sagen wir mal, eher unspektakuläres aus dem April 2012. Wobei, weiß ich gar nicht. Wir haben einmal hier dieses Video, da mache ich aber vorher mal den Ton aus, falls ich das kann. Kann ich nicht. Ich spiele es einfach mal ab, auf die Gefahr hin, dass wir jetzt hier Ton im Bild haben. Ja, also ich glaube, das schneiden wir mal raus, was wir hier gerade machen aus unserem Podcast, weil das Phänomen für mich nicht zu sehen war, weil es hinter unserer Streaming-Software verborgen ist. Wir können es aber sehen. Du kannst unser Bild ein bisschen wegschieben, nämlich. Aber ich kann es sehen und die Leute werden es auch sehen. Okay, dann versuchen wir einfach nochmal. Das ist oben rechts im Bild, ne? Dieses Live-Video abzuspielen. Und hier, wo jetzt meine Maus ist, falls man die sehen kann. Ja. Genau, da ist dieses sehr deutlich, dieser deutliche Punkt, also ja, schon deutlich, der dann wieder verschwindet, ne? Genau, richtig. Auch interessant. Richtig, können uns nochmal ein Standbild davon anschauen. Ist das ein Punkt? Ja. Da ist er. Ich stoppe jetzt einfach mal, also es geht hier um diesen Punkt. Mhm. Und also kann man meinen Mauszeiger sehen? Ja. Und der flimmert auch, ne? Und dieses Flimmern ist auch relativ typisch fürs Hess-Dahlen-Phänomen. Man sieht jetzt hier keine hellen Sterne. Natürlich kann es immer sein, dass theoretisch ein astronomisches Objekt durch Wolken durchscheint. Aber nach meiner Erfahrung, und ich habe wirklich über 100 Stunden meines Lebens unter dem Sternenhimmel verbracht, flimmern astronomische Objekte nicht durch Wolken, sondern die blenden, also auch gerade helle Satelliten, ne? Die werden gleichmäßig hell und gleichmäßig wieder dunkel, ne? Oder Meteore auch, ne? Ja. Also es ist eher auch untypisch für ein Meteor. Ich lasse nochmal weiterlaufen. Und weg ist es. Ja. Das ist das einzige Videobeispiel, was ich habe. Aha. Nochmal eine andere Sache. Eins noch. Entschuldige bitte, eins noch. Vorhin hattest du ja erwähnt, dass diese Phänomene eigentlich in der Hauptsache in Bodennähe vorkommen. Jetzt sind wir aber trotzdem recht weit oben, ja? Ja, das liegt an meiner Beobachtungstechnik, weil ich nun mal ein Astrofotograf bin und mich immer für den Himmel interessiere. Ja, und ich habe ja auch immer Vordergrund im Bild. Also es ist so ein bisschen vielleicht auch eine taktische Sache, weiß ich nicht, wenn ich viel Himmel abbilde, dass nochmal die Wahrscheinlichkeit steigt und auch mit Weitwinkeln arbeite, dass man überhaupt was fotografiert. Mhm. Ja, aber tatsächlich unterscheiden sich da meine eigenen Beobachtungen etwas von dem, was man so aus der Forschung kennt in Hess-Dahlen. Das gilt als bodennahes Phänomen, aber tatsächlich ich selbst habe es in, weiß ich nicht, zwei Beispielen, die wir jetzt gesehen haben, im Himmel gesehen. Ja. Aber wie man jetzt hier sieht, auf meinem Bildschirm, auf dem Boden, und das ist jetzt wieder schön wissenschaftlich steril, unspektakulär. Also es ist nicht das, was man sich verspricht, wenn man, weiß ich nicht, mehrere tausend Kilometer weit reist und dann irgendwie aus dem Vordergrund diesen Frame hier raus vergrößern muss, um da so ein bisschen Licht zu sehen. Aber wissenschaftlich trotzdem spannend, finde ich. Zwei Augen im Dunkeln. Ja, genau. Also ich habe immer 13 Sekunden lang belichtet und rausvergrößert ist dieser kleine Bereich hier unten hier oben. Ne, man sieht erst gar nichts und dann sieht man plötzlich hier so ein Licht und sieht noch ein Licht, ne, und das Licht wird größer und jetzt scheint es sich zu verdoppeln. Aha. Das ist meiner Meinung nach aber eine optische Täuschung, beziehungsweise nicht eine optische, eine fotografische Täuschung, weil es einfach an unterschiedlichen Stellen aufblinkt. Es blinkt hier auf, es blinkt hier auf, es blinkt hier auf und es blinkt hier einfach innerhalb von 13 Sekunden Belichtungszeit zweimal an unterschiedlichen Stellen auf. Das weiß ich nicht sicher. Es kann natürlich auch sein, dass es sich wirklich gespalten hat, aber ich halte es jetzt erstmal für die simplere Interpretation, davon auszugehen, dass es an zwei unterschiedlichen Stellen aufgeblinkt hat und dann verschwindet es langsam wieder. Ich gucke mal gerade, ob ich davon noch ein Video habe. Ja, habe ich. Dann können wir das Ganze mal groß machen und uns als Animation angucken, hier, wo meine Maus ist. Aha. Oh.
Und weg. Und dann ist es auch schon weg. Genau. Können wir nochmal schauen. Also es blinkt möglicherweise immer an unterschiedlichen Stellen innerhalb der Belichtungszeit auf. Ne? Aber beschreibt auch schon so eine leichte Kurve, von so eine leichte Bewegung von rechts nach links. Ne? Mhm. Also mein Begleiter und ich standen bei dem letzten Beispiel, was wir uns angeschaut haben, neben der Kamera die ganze Nacht. Wir haben es aber nicht gesehen, weil es ist einfach sehr windig. Der Wind pfeift einem um die Ohren, es ist eiskalt, die Augen tränen, die Nase tränen. Man ist mit den Kameras beschäftigt, man ist abgelenkt und es ist halt unglaublich schwer, dann visuell was wahrzunehmen. Ja. Wie kalt ist es da denn? Ja, sehr unterschiedlich. Ja. Hängt von der Jahreszeit ab, aber das ist jetzt aus April. Und ich sag mal, so eine durchschnittliche Aprilnacht zwischen 0 und minus 10. Aber wenn es halt windig ist, fühlt es sich viel kälter an. Also wesentlich angenehmer ist der September. Das ist auch der Grund, warum die Science Camps im September veranstaltet werden. Weil es da nachts schon dunkel ist. Im August sind die Nächte noch relativ hell in Hessdalen. Im September schon relativ dunkel und da sind die Temperaturen in der Regel noch über Null. Und das ist natürlich schon wesentlich angenehmer dann zu beobachten bei Temperaturen im Plusbereich. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend das Ganze. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal Schluss. Ja, wir haben jetzt auch lang genug gequatscht, ne? War mega spannend. Ich finde das mega spannend. Es ist natürlich ein Phänomen, wo viele sagen werden, es ist unspektakulär. Man hat schon recht viel drüber gehört. Oder auch nicht. Aber es ist halt eben was, das, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein bisschen auf der Stelle tritt. Und deswegen für viele nicht so spektakulär ist, denn man hat wirklich nichts Greifbares im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand. Ja, wo du sagst, man hat nichts Greifbares in der Hand, möchte ich noch eine kleine Anekdote hinterher schieben. Ja, gerne. Und zwar 1984 hat man, also das war die Zeit der mutmaßlich höchsten Intensität dieses Phänomens, in einem Seitental von Hessdalen einen Bodenaushub gefunden. Hast du da schon mal von gehört? Nein. Ja, dann wird es jetzt richtig spannend. Ich guck mal, ob ich davon ein Foto in meiner Präsentation habe. Sekunde, ich bin gleich zurück bei uns. Jawohl. So, ich teile mal kurz meinen Bildschirm, ja. Hier wollen wir hin. Also, man hat 1984 diesen Bodenaushub hier gefunden. Das ist ein, glaube ich, fünfeckiger Aushub von Torf, der hier neben der ausgehobenen Stelle abgelegt wurde. Man hat das im Herbst entdeckt, also drei Elchjäger, und zwar mehrere Fußstunden entfernt von der nächsten Straße. Ne? Also kommt man mit Autos nicht hin, geschweige denn mit schwerem Gerät. Und ja, also ist jetzt auch eine dieser sehr, sehr merkwürdigen Beobachtungen. Ne? Natürlich kann da ein Bagger hingefahren sein, kann diesen Aushub gemacht haben, kann es abgelegt haben und die Spuren sind, was weiß ich, durch ein Unwetter verwischt worden. Ne? Also man kann sich jetzt alle möglichen Theorien ausdenken, wie so ein Bodenaushub zustande kommen kann. Aber dieses Geheimnisunwitterte kommt dann wieder, wenn man schaut, ich gucke mal, ob wir hier zum nächsten Slide kommen in meiner Präsentation, jawohl, dass man 2 Jahre vorher auf Andøya einen ganz ähnlichen Aushub gefunden hat, fast die gleichen Maße, auch der irgendwie seitlich daneben abgelegt. Man hat 1984 im Nordwesten der USA einen Aushub gefunden, der allerdings anders proportioniert war. Also sehr eher ein unförmiger Erdhaufen, aber passt in die gleiche Jahreszeit und erschien damals auch den Journalisten als bemerkenswert genug, dass sie ihm einen Zeitungsartikel gewidmet haben. Aha. Einer dieser Aushübe, ich gehe nochmal zurück, eben in Hessdalen, entdeckt im Herbst von drei Elchjägern und erst im Frühling, also nachdem es gefroren ist und wieder aufgetaut ist, dann von Privatforschern untersucht im Frühjahr 1984. Und ja, das ist auch eine dieser vielen Merkwürdigkeiten, die man so schlecht einordnen kann, die natürlich, sag ich mal, die mythologische Ebene inspirieren. Aber wissenschaftlich natürlich, jeder Wissenschaftler, der sowas hört, wird schreiend weglaufen und sagen, mein guter Ruf ist in Gefahr. Ne? Ja. Was weiß man über diesen Aushub? Wurde der in einem Stück herausgehoben, weiß man das, oder wurde es so ausgehoben? Ja, es war ja keiner dabei, aber nach allem, was man sieht, hat das Material, was ausgehoben worden ist, über eine Tonne gewogen. Ne? Also Torf ist schwer, das ist sehr, sehr feucht. Ne? Ja.
Und von allem, was man weiß, an einem Stück, ne? Und auch, was auch beachtlich ist, wo halt immer wieder darauf hingewiesen wird in dem Zusammenhang, dass offensichtlich da Wurzeln im Erdreich sind, die relativ gerade abgeschnitten worden sind, ne? Dass da jetzt nicht irgendwelche Wurzeln, sag ich mal, im Erdreich verblieben sind und nicht mit ausgehoben worden sind, sondern die sind anscheinend wurden da richtig geschnitten. Also genau, das wäre meine Frage noch gewesen, denn die Wurzeln gehen, wie gesagt, wie du schon sagst, teilweise ziemlich tief. Weiß nicht, ob da Bäume standen oder irgendwas in der Nähe. Denn ja. Ja, das ist im Moor eigentlich nicht, wo der Boden feucht ist. Und Seitental Hestal ist auch schon dann jenseits der Baumgrenze, also Also eher nicht. eher Sträucher. Sträucher. Okay, können ja auch weitreichende Wurzeln haben. Ja, jeder, der schon mal im Garten irgendwie was ausgestochen hat, so Spatentiefe und das ausgeschaufelt hat, der weiß, dass das gar nicht so easy ist, so im Stück, denn da hängen allein vom Gras und vom Moos und hängen so viele Wurzeln drin, das ist so ein Wurzelgeflecht, dass du das so ein Aushub von einer Tonne sagst oder über einer Tonne Über eine Tonne, im Stück, also das stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Selbst wenn du es mit dem Bagger aushebst und kippst es dann irgendwo hin, dann weiß ich nicht. Ja, interessant auf jeden Fall. Sehr spannend. Hat Ja, man finde das ich auch. irgendwie mal weiterverfolgt oder gibt es da Theorien? Naja, ich glaube, da gibt es unser aller Fantasie, aber ich sage mal, wissenschaftliche Theorien, also wie jetzt ein Kugelblitz einen Bodenaushub produzieren soll, wird dann natürlich irgendwann schwer zu erklären. Also im Prinzip ist klar, denke ich mal, das ist was Artifizielles. Und ja, also in der klassischen Sichtweise würde man sagen, das ist was Menschgemachtes. Und wir haben, glaube ich, alle genug Fantasie, um uns auch andere Dinge vorstellen zu können. Davon rede ich auch gar nicht von den. Natürlich könnte ich mir jetzt tausend Sachen vorstellen, die passiert sein könnten, aber wäre ja alles mega spekulativ und da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen ja. Nee, meine Frage geht eher dahin, dass man vielleicht irgendwie mal geguckt hat, hat jemanden irgendwie so ein Bagger mit so einer Schaufel dran, die. Weil es ist ja eine Form, die jetzt nicht so. Ist nicht einfach nur viereckig oder rechteckig oder was weiß ich. Es ist ja schon. Hat ja schon eine spezielle Form, sage ich mal, dieser Aushub auch. Ne? Deswegen habe ich gedacht, dass vielleicht dahingehend mal geguckt wurde, was könnte das gewesen sein? Irgendeine Form, mit der man das. Gibt es irgend so eine Form, mit der man sowas aussticht aus irgendeinem Grund, weißt du? Gibt Also es. nach meinem Kenntnisstand gibt es da keine plausible Erklärung. Falls uns skeptische Forscher zuhören, wäre ich sehr gespannt, meine ich jetzt ganz ohne Ironie, sondern wirklich neugierig, Ja, natürlich. da Hinweise zu bekommen, wie sowas zustande kommen kann. Das würde mich natürlich auch interessieren. Also, wenn da jemand etwas weiß oder eine Idee hat, immer raus damit. Sehr gerne. Meldet euch, Leute. Okay, Bernd. Wie gesagt, mega spannend. Also, wirklich hatte das Ganze alles nicht so auf dem Schirm. Finde ich sehr spannend. Werde ich ein bisschen dranbleiben. Werde mich da ein bisschen ranheften an dieses Hestalen-Phänomen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Bleib du noch bitte 2 Minuten bei mir. Mach ich. Und für die Zuhörer und Zuschauer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.